Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu meiner Sendung Heilkraftübertragung live mit Anita Grock. Ich bin Anita Grock, ich wirke als Heilerin auf allen Ebenen. Ich werde heute wieder meine Heilkräfte fließen lassen, und zwar zum Thema Heilung des Wassers, Heilung der Wasserkreisläufe auf der Erde, sei es die Meere, die Seen oder die Flüsse. Denn wir alle sind mit dem Wasser verbunden und unser Organismus besteht ja zu über 70% aus Wasser. Und ich möchte mich an dieser Stelle mal ganz herzlich bedanken für die Feedbacks auf die letzte Sendung, das um die Erdteilung ging. Im Weiteren biete ich auch Seminare an und ich möchte Sie ganz herzlich dazu einladen, zu meinem Seminar, Silvesterseminar, das vom 30. Dezember bis zum 1. Januar in Graz, in Geis im Kanton Appenzell stattfindet. Das mache ich zusammen mit Priska Defflerin und dort haben Sie die Gelegenheit, viele gleichgesinnte Leute kennenzulernen und einen speziellen Silvester und ein spezielles Neujahr, wo Sie viele Blockaden ablösen können, zu erleben. Und am nächsten Samstag, am 21. Dezember, an diesem speziellen Datum, werde ich selber ein Weihnachtsseminar in Luzern durchführen. Und auch dort können Sie wieder gleichgesinnte Leute kennenlernen und ich lade Sie ganz herzlich dazu ein. Wenn Sie Interesse haben, können Sie sich gerne bei mir melden. Und nun kommen wir zu meinem heutigen Gast. Ich begrüße dich ganz herzlich, Shogun Amona. Ich begrüße dich und ich begrüße auch die Zuseher ganz herzlich. Danke, dass ich da sein darf. Ja, bitte. Sag doch mal, wer du bist und was du machst. Genau, also mein Name ist Shogun Amona. Diese Namen, das sind spirituelle Namen, die verwende ich. Und die haben was zu tun mit der Aufgabe, was ich hier auf der Erde zu machen habe. Und ich bin auch im Heilbereich tätig. Mhm. Ich bin als Schnittstelle tätig. Da habe ich auch verschiedene Blogs dazu. Der wichtigste Blog, den ich da erwähnen möchte, ist der Erstkontakt-Blog. Und da werden einfach Sachen, da kommen Sachen rein, Informationen, die einfach den Aufstieg, das Thema Aufstieg beschreiben, also die Bewusstseinserweiterung, die spirituelle Entwicklung der Menschen. Und ja, da fühle ich mich sehr wohl und das ist quasi meine Aufgabe, was ich da zu machen habe. Mhm. Ja. Also du machst ja da Channelings. Du hast da Channelings von anderen Personen drin und auch von dir selber. Erklär doch mal, was ist das genau, ein Channeling? Ja, genau, das ist ein Überbegriff, Channeling. Channeling bedeutet einfach kanalisieren, also Channel kommt von Kanal, das Wort bedeutet Kanal. Und da kann man sich einstimmen drauf, da setzt man sich hin, verbindet sich mit der geistigen Welt, sage ich mal. Also ich habe zum Beispiel angefangen, mit Jesus Christus zu channeln und mit Mutter Maria auch. Und ich channel sehr gerne den Erzengel Raphael, diese Energien. Und das ist eine wunderschöne Aufgabe. Und beim Channel ist es so, dass es, da kann man immer, ja, da gibt es solche und solche Channelings. Und das spürt man dann am ehesten selber, was man da als Richtige empfindet. Da gibt es welche, wo wirklich, da geht es um Liebe und um diese allumfassende Liebe, bedingungslose Liebe meistens. Mhm. Und es gibt auch welche, da kommt das nicht so zur Geltung und da muss man dann ein bisschen aufpassen. Also beim Channeling, da gibt es immer so und so, wie es auch im Leben, es gibt immer beide Seiten. Die helle und die dunkle Seite. Ja, so ist es. Ja, und genau. Was bezwecken diese Channelings, was bringen die den Menschen oder warum machst du das, was willst du rüberbringen? Also wie gesagt, da ich ja als Schnittstelle quasi da arbeite, ist es so, dass ich versuche, da mich wirklich in dieses Christusbewusstsein da hinein zu bewegen und auch hinein zu, dieses zu channeln quasi. Also quasi, was quasi der Aufstieg ja ist, wo wir höher beginnen zu schwingen, wo unser Bewusstsein anfängt, Dinge wahrzunehmen, das merkt man ja jetzt überall bei den Menschen, dass die sich beginnen zu interessieren für Dinge, die vorher nicht so interessant waren oder dass plötzlich irgendwie, man denkt an jemanden und plötzlich ruft dieser jemand an. Genau. Und es passieren Sachen, die man jetzt nicht einfach so erklären kann. Und ja, genau, also das zum Thema Aufstieg und das interessiert mich
einfach wirklich brennend und von Herzen. Und da kann ich mich, ja, das gebe ich quasi in meiner Arbeit und in meinen Blogs weiter. Mhm. Eben, da kommen dann von der geistigen Welt Informationen für uns Erdenbürger, genau. Eben wie wir damit umgehen sollen, was wir machen können. Ja, aber genau. Es sind ja nur Ratschläge und eben machen müssen wir es auch selber. Aber ich sehe es auch als eine große Hilfe, wenn man die richtigen, die hochschwingenden Energien channelst. Und ich glaube, dass du das mit deinem Blog machst. Also das. Genau, und ich sehe mir das jeden Tag an und was da so gibt, und dann veröffentliche ich da die ich mit meinem Herzen, wo ich mir denke, ja, das passt in dem Blog, und und das sind dann einfach Hilfestellungen aus der geistigen Welt. Mhm. Und eben, wie siehst du das mit diesem sogenannten Aufstieg, das heißt der Aufstieg in die fünfte Dimension, wie siehst du das, wird das mal auf der ganzen Erde gleichzeitig passieren oder in Stufen oder wie? Das ist ein globaler Prozess und ein individueller Prozess gleichzeitig. Ja. So sehe ich das und so habe auch ich das erfahren und so wird mir das auch durchgegeben. Ja. Dass wir, also es gibt immer Menschen, die warten drauf, dass da etwas passiert. Ja, genau. Und dadurch verliert man aber irgendwie an Energie und irgendwann ist es so, dass man denkt, da passiert ja nichts. Mhm. Seht euch die Welt an, was da los ist. Und auf der anderen Seite kann man aber da einfach reingehen in den Prozess und sich selber einfach einstimmen, meditieren, in die Ruhe gehen, sich selber verbinden mit den Geistführern und einfach um Führung bitten. Genau. Und um Heilung bitten, alles, was man eigentlich braucht, und einfach darum bitten, dass man alles das zur Verfügung gestellt kriegt, was man braucht. Und wenn man das tut, dann fangen die Wunder an. Jeder Mensch, man braucht eigentlich keine sogenannten Führer oder Menschenführer, um weiterzukommen. Richtig. Im Bewusstsein. Man kann eben nur bitten, die geistigen Wesen, jeder hat ja geistige Wesen um sich, diese bitten und dann die Zeichen erkennen und dann kommt man weiter. Das denke, das siehst du ähnlich. Und das ist Aufstieg im allgemeinen Sinne betrachtet, und es ist natürlich ein riesiges Thema, Aufstieg, und es hat einfach mit unseren Fähigkeiten, die wir in uns haben, zu tun, dass die quasi wieder herauskommen, hervorkommen, ob das jetzt Telepathie ist, Telekinese, eben Heilkraftübertragungen, dass solche Dinge überhaupt möglich sind, das sind jetzt Themen, die stehen jetzt zu dieser Zeit an, und die stehen nicht umsonst an, es hat einfach mit diesem Erwachen zu tun, der Menschen. Und das kann man eben auf persönlicher Ebene erleben und auf globaler Ebene kann man es auch beobachten. Eben das Erwachen der Menschen, was verstehst du unter Erwachen? Erklär doch mal. Ja, das ist auch so ein Begriff, das ist ein schöner Begriff eigentlich. Also ich verstehe da eigentlich drunter, es ist ein Prozess des Erinnerns. Ja. Wo man sich an Sachen erinnert, die man eigentlich schon immer in sich, tief in seinem Herzen getragen hat und eigentlich jetzt die wieder hervorkommen. Und je mehr man in die Stille geht und je mehr man in sich geht, werden diese Dinge bewusst, werden diese Dinge einem bewusst und kommen wieder hervor. Und wenn man jetzt zum Beispiel, Erwachen finde ich auch immer so schön, wenn man einfach diese Frequenz spürt, wo es einem wirklich gut geht, wo man sich wohlfühlt, wo man Freude hat, wenn man in diese Momente reingeht, wo man auch Leichtigkeit und spielerische Freude erlebt, das spürt man dann im Herz, da ist man dann am ehesten dort, wo man hin will, und das hat für mich, also das fördert für mich das Erwachen, und das bedeutet für mich auch im übertragensten Sinne Erwachen. Eben diese positiven Gefühle, die kannst du ja, wenn du meditierst, kommst du immer weiter rein und dann kannst du das immer mehr fühlen. Und wir müssen es ja zuerst in uns selber fühlen, alles oder alles wieder berichtigen. Und dann kommt es ja erst im Außen. Das verstehen die Leute manchmal auch. Das ist nicht auch so ganz richtig. Ja, das hast du schön, dass du das bringst an diesem Punkt, weil es ist wirklich so, dass Menschen von der Tendenz ja jetzt eher dazu neigen, dass sie zuerst im Außen was sehen.
Dann sagen sie, das passt mir oder das passt mir nicht. Aber da besteht eine Verbindung zwischen dem Äußeren und dem Inneren. Und das geschieht auch im Zuge des Erwachens- oder Aufstiegsprozesses, dass diese Verbindung da wieder klar wird und in unser Bewusstsein kommt, dass wir denken, okay, es ist verbunden miteinander und das ganze Leben ist miteinander verbunden. Und das wird immer mehr deutlich und das ist auch das, was die geistige Welt da dazu immer durchgibt, dass alles miteinander verbunden ist. Und für die, die da jetzt nicht so den Zugang haben, für die klingt das wie eine Märchengeschichte manchmal. Aber das ändert nichts daran, dass es wirklich so ist. Es ist ja auch mittlerweile in der Wissenschaft, es ist ein Thema, dieses Einheitsbewusstsein, es ist mittlerweile sogar wissenschaftlich bewiesen, berechnet, es ist alles da, es ist in der Einheitsfeldtheorie. Also es ist wirklich salonfähig geworden, sage ich jetzt eben mal. Dieses Einheitsfeld, was meinst du, das göttliche Feld oder das Universum oder wie man dem auch, oder das morphogenetische Feld irgendwie so. Dass das alles miteinander verbunden ist, dass das Universum ein Hologramm ist. Oder so wie es auch in der Blume des Lebens mit heiliger Geometrie dann dargestellt wird, dass alles miteinander irgendwie verbunden ist und miteinander zu tun hat. Das ist schön. Danke. Ja, jetzt werde ich oder wir zusammen die Energien fließen lassen. Und jetzt können Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sich entspannt hinlegen oder hinsitzen, wie Sie gerade möchten. Und sobald die Musik zu spielen beginnt, wird dann die Energie fließen.
So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Heilkräfte haben gewirkt. Wie fühlen Sie sich? An dieser Stelle möchte ich mich noch ganz herzlich bei Tatu Gomez für die wunderbare Musik bedanken und bei Cornelia Welchli, die die wunderbaren Bilder gemalt hat, zu dieser Heilkraftübertragung. Und du, Shogun, wie hast du es gefühlt? Sehr schön. Ich habe sehr schön in meinem Herz gefühlt und auch die Verbindung mit dem Wasser, das ist eine, ja, ich bin jetzt ganz in mir. Ja, ja, schön. Ja, das ist, ja, da kann ich gar nichts dazu sagen. Ja. Ich freue mich jetzt auf einen Schluck Wasser. Ja, ja. Und ich glaube, ich habe einen Delfin kichern gehört. Ah ja? Ja. Ah ja? Ja, ja, die Energie ist ganz schön geflossen. Wir sind ja schon bald am Ende der Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du da warst und wünsche dir viel, viel Glück mit deinem Blog und für deine Zukunft. Oh, danke dir. Auch ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe. Danke. Für deine Arbeit, die du hier machst. Das ist wirklich eine Pionierarbeit, die du hier leistest und ich weiß das sehr zu schätzen. Ich muss mich noch schnell verabschieden. Ja. Herzlichen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal. Herzlich